Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Kniet nieder in Ehrfurcht und höret, was ich abzulassen gedenke. Und ganz ehrlich, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freue, diese Worte jetzt sagen zu dürfen und über einen Krim zu fechten, Film zu krächzen, der mir tatsächlich dermaßen viel bedeutet, wie Supermänner gegen Amazonen. Hätte mich in den letzten Jahren irgendjemand gefragt nach einer Liste der Blu-ray-Veröffentlichungen, auf die ich am sehnlichsten warte, das wäre meine Nummer 1 gewesen. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich des Films zum allerersten Mal ansichtig wurde, vor einigen Jahren auf einer DVD-Börse, und mir dieses, zugegeben nicht besonders tolle und bisschen nach Knoblauch riechende, Cover ins Auge fiel, aber jemand neben mir sagte die glorreichen Worte: "Geh, Alter, schau dir den Film an, der ist so lustig." Und ich weiß noch, ich war skeptisch. Vor allem schaue ich ja aus Prinzip gerne gekürzten Filme, insbesondere wenn die geschnittenen Fassungen dann auch noch auf dem Backcover abgebildet waren. Aber jeder kennt den klassischen Jimmy Carr-Joke, auch als Sammler: "You can make do or you can fuck off." Und wir wissen, es gibt so viele Filme, die wir einfach nicht in adäquaten Editionen vorliegen haben und wahrscheinlich niemals vorliegen haben werden. Schlechte Materiallage, verlorene Master und so weiter und so fort. Man kann davon ein wirklich langes und wirklich trauriges Lied singen. Also habe ich in den sauren Pferdeapfel gebissen, mir diese Hardbox zugelegt und ich kann kaum mehr in Worte fassen, wie fasziniert ich von diesem Film war. Supermänner gegen Amazonen ist per se eine angenehm putzig-trashige italienische Fantasy Trash-Slapstick-Klamotte, aber das, was diesen Film in komplett andere Comedy-Sphären hieft, das ist die phänomenale Synchro von Rainer Brandt. Stampf mir die Kneipe ein, Kneipenpüree und so weiter und so fort. Rainer Brandt hat in seiner langen Synchronkarriere etliche großartige Schnodderdeutsch-Synchros abgeliefert. Die bekannteste für viele ist wahrscheinlich die britische Fernsehserie Die Zwei. Eine Serie, die im englischen Originalton keine Sau interessiert, aber in der deutschen Fassung einfach absoluter Kult ist. Aber das, was Rainer Brandt lebt, das, was seine großartigen Synchros ausmacht, das hat er bei Supermänner gegen Amazonen meiner Meinung nach zur Perfektion getrieben und liefert einen Film, der über seine gesamte Laufzeit über einfach nur unterhalten kann und wo sicherlich keine zwei Zeilen Dialog vergehen, ohne dass man nicht zumindest schmunzeln soll zu dem, was halt in dem Film dann auch noch passiert. Ich glaube, es ist deutlich, ich liebe diesen Film. Supermänner gegen Amazonen steht definitiv auf meiner persönlichen Top-10-Liste der besten Filme aller Zeiten. Und deswegen ist der heutige Blu-ray-Check jetzt nicht einfach nur irgendein weiterer Blu-ray-Check wie die ganzen anderen 600, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Nein, das ist meine persönliche Liebeserklärung an einen der besten, lustigsten und empfehlenswertesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Aber bevor wir uns mit der neuen Blu-ray von Colosseo-Film beschäftigen, möchte ich noch ein bisschen Backstory geben, weil die ist bei Supermänner gegen Amazonen durchaus interessant. Ich habe bereits erwähnt, der Film wurde auf Deutsch von Rainer Brandt relativ comedy-lastig synchronisiert, was natürlich bedeutet hat, dass quasi ein Kampf bis zum Tod am Anfang des Films mit einer Länge von circa 6 Minuten nicht mehr unbedingt in den Film gepasst hat und deswegen der komplette Anfang des Films einfach aus der deutschen Fassung entfernt wurde. Das ist dann eben die Version, die in den Kinos lief, auf VHS veröffentlicht wurde und auch auf der DVD vorliegt. Gut, zur Verteidigung von Simple Movie, dieser längere Filmanfang war zumindest im Bonusmaterial vorhanden, aber wahre Filmfans wissen, das ist nicht dasselbe. Vor allem war der Film außerdem noch nur im schlecht herangezoomten Bildformat 1,66:1, bestensfalls von Video gemasterter Bildqualität, aber Simple Movie ließ das nicht lange auf sich sitzen und entgegen meiner ursprünglichen Befürchtung, dass man diesen Film niemals besser zu Gesicht bekommen wird, kam kurze Zeit später bereits eine neue Auflage in der großen Hardbox, da im Originalbildformat 2,35:1 mit verbesserter Bildqualität und der ungeschnittenen Filmfassung. Aber die wirklich
ungeschnittene Filmfassung war es blöderweise nicht. Denn man hat ganz offensichtlich auf das Master der japanischen DVD zurückgreifen können. Das bot zwar eben den anfänglichen Kampf in der richtigen, im richtigen Bildformat und der richtigen Fassung, aber gegen Ende des Films fehlten dann nach wie vor einige Dialogfetzen, von denen es offensichtlich weder eine deutsche noch eine englische Synchronfassung gab, und die waren bislang exklusiv auf der amerikanischen DVD des Films zu sehen. Aber dazu noch dazu, dass auch der Film an sich durchaus interessant ist. Supermänner gegen Amazonen oder wie er damals in den deutschen Kinos lief, sie hauen alle in die Pfanne, passend zur Synchro von Rainer Brandt. Oder eben Super Uomini, Super Donne, Super Botte im italienischen Original aus dem Jahr 1974 ist ja eigentlich der sechste Teil einer neunteiligen Serie von Filmen, die im Jahr 1967 mit dem Film Drei Supermänner räumen auf gestartet wurde. Damals eben noch eine auch mit Deutschland koproduzierte Produktion mit Tony Kendall in der Hauptrolle und ein Film, wo Aldo Canti bereits übrigens zu sehen war. Die ist von Pidax Film auch auf deutscher DVD erhältlich. Drei tolle Kerle dann aus 1968, das Sequel, gibt es ebenfalls auf DVD. Die Superman, die dann mit George Martin, wahrscheinlich nicht der George Martin, 1970 gedreht wurde, gibt's nicht als deutsche Fassung. Three Superman of the West von 1973, ebenfalls keine deutsche Fassung. Aber dann gibt es doch noch Drei Spaghetti in Shanghai, der ein Jahr vor den Supermanen gedreht wurde, wo es natürlich auch eine deutsche Version gibt von diesem trashigen Eastern-Western-Verschnitt mit ebenfalls einigen großartigen Szenen. Aber wilder wird's dann nach Supermänner gegen Amazonen. Ja, das geht. Mit dem Film Three Supermen Against Godfather, der auch leider nicht in Deutschland veröffentlicht wurde, denn dabei handelt es sich dann auch noch um eine spanisch-türkische Koproduktion, wo die Hauptrolle von keinem Geringeren als Cüneyt Akin gespielt wird. Und Aldo Canti war auch übrigens bei dem Film wieder mit dabei. 1984 ging es dann eben in der Türkei ebenfalls weiter mit einem Film, der in Deutschland auf VHS erschienen ist, aber dort nur im türkischen Ton ohne eine deutsche Sprachfassung. Und last but not least erschien dann 1986 der Film Crash Boys mit einem phänomenalen Cover-Artwork von GL Video. Definitiv auch einer der Titel, die ich unbedingt irgendwann einmal in einer digitalen Heimkino-Auswertung sehen möchte. Aber was jetzt eben hier im April 2021 von Colosseo Film als Supermänner gegen Amazonen Blu-ray veröffentlicht wurde, das ist mit Sicherheit die beste Veröffentlichung, die dieser Film bislang bekommen hat, und definitiv die Veröffentlichung, die Supermänner gegen Amazonen verdient hat. Und deswegen ist es mir persönlich eine ganz besondere Ehre, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check einen, wenn nicht sogar den, meiner Meinung nach besten Blu-ray-Releases des Jahres 2021 vorzustellen. Ich kann es kaum in Worte fassen, wie viel Liebe ich für dieses Teil habe. Die großartige deutsche Blu-ray von Supermänner gegen Amazonen näher vorzustellen. Und nachdem wir vor ein paar Minuten bereits in die wilde Coverwelt der Supermänner gegen Amazone hineingeschnuppert haben, mit dem wirklich nicht wahnsinnig schönen, aber zumindest an die alte deutsche VHS-Kassette von VPS angelehnten Hardbox-Cover von Simple Movie, wollen wir jetzt noch einmal weiterschauen. Der Film erhielt im deutschsprachigen Raum auch noch eine Videoauswertung von Videophon, wofür man sich für das deutsche Kinoplakat von Scotia entschieden hat, das ebenfalls nicht wahnsinnig schön war. Colosseo hat also für die Blu-ray-Auswertung den einzig richtigen Schritt gewagt und sich gedacht, es gibt sicher internationale Filmplakate, die besser ausschauen, und ja, die gibt es. Beispielsweise eben hier für das Schuber Frontcover wurde ein englischsprachiges Plakat verwendet, wo der Film noch unter dem Titel Amazons Against Superman gelaufen ist. Superman in dem Fall übrigens geschrieben mit A. Und spätestens seit Flash Gordon sollten wir ja alle wissen, wie wichtig der Unterschied zwischen einem A und einem E im Titel ist. Aber egal, wie viele der Supermänner jetzt hier namentlich am Cover erwähnt sind, das ist ein absolut großartiges Motiv. Ich liebe es, wie die Amazonin hier auf dem Frontcover in voller Actionpose steht, der Silver Surfer im Hintergrund ganz offensichtlich von seinem Brett gefallen ist und wir auch sonst noch in absolut wunderschön gezeichneter Art und Weise ein bisschen Reit- bzw. Bogenschieß-Action sehen. Das Einzige,
Dass ich bei diesem Cover-Artwork wieder etwas kritisch erwähnen muss, ist die Tatsache, dass man sich bei Colosseo dazu entschlossen hat, dem Cover wieder so einen kleinen, schmalen Rahmen zu verleihen. Und auch wenn mich der eigentlich in dem Fall nicht wahnsinnig stört und durchaus ein bisschen Eleganz verleiht, hätte ich es persönlich etwas cooler gefunden, wenn das eigentliche Cover-Motiv auch tatsächlich das komplette Cover-Artwork bedeckt. Aber trotzdem ist es ein wirklich wundervolles Plakatmotiv, das zudem eben hier auch noch großartig für den Blu-ray-Schuber aufbereitet wurde. Man beachte nur, wie scharf, farbenfroh und kontrastreich dieses eben wahrscheinlich mittlerweile fast 50 Jahre alte Bildmaterial hier auf der Blu-ray ausschaut. Das ist einfach nur phänomenal. Außerdem können wir uns dann natürlich noch die anderen Seiten von diesem Schuber anschauen. Neben einem wirklich schick gezimmerten Spine wechseln wir dann auf das Backcover, wo wir natürlich ein paar Informationen rund um diesen Release sowie auch die Inhaltsangabe zu dem Film bekommen und dann ein Detail zur Sonderausstattung, das ich ebenfalls großartig finde. In Zusammenarbeit mit Freakorama, die übrigens auch Interview-Featurettes für Labels wie Arrow Video, Indicator, Severine, Vinegar Syndrome und so weiter und sofort produziert haben, gibt es hier ein brandneues Interview-Featurette mit Melissa Longo, einer Schauspielerin aus dem Film, und dem Produktionsleiter Ricardo Billy, was mich tatsächlich wahnsinnig überrascht, dass dieses Feature hier drauf ist. Immerhin ist Ricardo Billy im Jahr 1982 gestorben. Also laut IMDb. Und in dem Fall muss man dann da doch ergänzen, never trust the Laufzeitangaben on the Cover-Rückseite und possibly also never trust the IMDb. Ganz besonders, wenn es um obskure Filmperlen geht, ist dann doch die Internet Movie Database nicht unbedingt das beste Nachschlagewerk. Longo und Billy, übrigens seit einigen Jahren miteinander verheiratet, konnten für dieses unglaublich spannende, wirklich sehenswerte Interview-Featurette gewonnen werden und bieten dabei einige Einblicke hinter die Kulissen des Films, geben ein paar Anekdoten zum Besten. Das ist ein 30-minütiges Featurette, das ich unbedingt empfehlen würde für jeden, der sich auch nur ansatzweise für den Film interessiert. Wir bekommen dann auch noch eben neben der Inhaltsangabe und einigen Bildern aus dem Film ein paar technische Details, wie es sich eben mit der 2K-Abtastung macht, das schauen wir uns gleich an. Aber zuerst eben noch die Info, dass der Film hier nicht nur in der deutschen, italienischen, sondern auch in der englischen Sprachfassung vorliegt und dass mit der Ausnahme von wenigen kurzen Momenten der Film eben komplett durchgehend in der deutschen Synchro zu hören ist. Entnehmen wir jetzt einmal das Keepcase aus dem Schuber und dazu gleich einmal ein interessantes Detail. Auf den Vorschaubildern zu der Blu-ray, die beispielsweise auch bei Amazon.de gelistet sind, ist die Blu-ray als eindeutig schwarzes Keepcase zu erkennen, was es jetzt dann aber nicht ist, was aber wahrscheinlich auch niemanden stören sollte. Das Motiv, das wir hier auf dem eigentlichen Blu-ray Keepcase zu sehen bekommen, ist übrigens dasselbe Motiv, das wir eben auch von Simple Movie dann damals auf der finalen Uncut-Fassung in der großen Hardbox gesehen haben und ist ebenfalls ein englischsprachiges Motiv, wo der Film tatsächlich unter dem Titel Super Stooges and the Wonder Women mit E, weil großer Unterschied, zu finden war, und da merken wir, dass wir auch gleich noch ein bisschen die Three Stooges Titlesploitation eingebaut haben. Aber auch das übrigens ein absolut großartiges Cover-Artwork, wo finde ich mit absoluter Finesse großartig gezeichnet wurde, was wir hier im Film teilweise für Szenen bekommen. Das Ganze wunderschön aufbereitet, wenn man sich eben anschaut, wie das Originalplakatmotiv aussieht, dann hat hier Colosseo Film wirklich ganze Arbeit geleistet, dieses Motiv hier für das Keepcase-Format anzupassen. Gefällt mir persönlich wahnsinnig gut und es fällt mir fast schwer, mich zwischen den beiden Motiven hier zu entscheiden, wobei ich tatsächlich vielleicht doch das Schuber-Cover noch ein bisschen genialer finde. Ein kurzer Blick eben noch auf das leicht veränderte Backcover-Motiv, wo wir eben andere Teile sehen von dem Cover-Artwork, beziehungsweise noch mehr Bilder aus dem Film. Und dann können wir last but not least natürlich nach innen blicken, wo einerseits auf der rechten Seite die Blu-ray-Disc mit der Amazon vom Frontcover auf uns wartet und natürlich dann die Rückseite von dem Wendecover ebenfalls meiner Meinung nach sehr schön gemacht und optisch, dafür, dass es eben quasi nur ein Keepcase im Schuber ist, hat Colosseo Film hier wirklich alle Register gezogen, um einen wunderschönen, optisch abwechslungsreichen, hochwertig produzierten und einfach nur wunderschönen Release abzuliefern. Okay, Entschuldigung.
Entschuldigung, das ist immer irgendwie die natürliche Reaktion bei mir, wenn ich an die Bildqualität meiner alten DVD von Supermänner gegen Amazonen denke. Aber wir wissen ja eben bereits vom Backcover, dass der Film für die neue Blu-ray-Veröffentlichung von Colosseo-Film brandneu in 2K abgetastet wurde und demnach in einem nativen HD-Transfer im Originalbildformat 2,35:1 hier vorliegt. Aber wie sich der Film dann in seinem Alter von mittlerweile fast 50 Jahren auf der deutschen Blu-ray-Premiere schlägt, das möchte ich mir mit euch jetzt anschauen. Im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray-Check, wo wir neben der Bildqualität-Besprechung auch einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von Colosseo-Film direkt sehen werden. Wie immer weise ich darauf hin, dass ich diese Bilder aus der Slideshow zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Wow! Und das meine ich jetzt ehrlich gesagt nicht nur im Vergleich zu meiner alten DVD-Version des Films. Diese Bildqualität von Supermänner gegen Amazonen ist schlicht und ergreifend großartig. Das, was hier im Restaurationsprozess geleistet wurde, ist phänomenal. Nicht nur eben, wenn wir bedenken, dass dieser Film fast 50 Jahre auf dem Buckel hat. Selbst wenn er jüngeren Datums wäre, ist diese Bildqualität, finde ich, immer noch absolut atemberaubend. Wir bekommen den ganzen Film hindurch eine absolut phänomenale Schärfe mit einer großartigen Detailzeichnung. Was mir persönlich ganz besonders gut gefällt, ist, dass auch die Farben dermaßen kräftig und natürlich scheinen, der Kontrast dynamisch eben die helleren und dunkleren Szenen gut balanciert. Ich habe, hoffe ich, kann das in der nächsten Zeit ebenfalls hier posten, einen direkten Schnittvergleich zwischen der DVD und der Blu-ray gemacht und da fiel mir eben ganz besonders deutlich auf, wie eben die gerade schwierigen Momente des Films von der Blu-ray hervorragend dargestellt werden. Einerseits die vielen Szenen, in denen irgendwo Feuer zu sehen sind, während das auf der alten DVD irgendwie eine quasi einheitlich gatschige Masse war, sind die einzelnen Gelb- und Orangetöne auf der Blu-ray wirklich hervorragend voneinander abgegrenzt. Außerdem sind die vielen dunklen Szenen in dem Film, bei denen auf der DVD teilweise nicht mehr allzu viel zu erkennen war, ebenfalls absolut großartig zu durchzeichnen. Wir haben ein angenehm ruhiges, rauscharmes Bild, bei dem eben die Körnung des beim Dreh verwendeten Filmmaterials sich nicht allzu deutlich zeigt, aber wir auf der anderen Seite auch keine irgendwie auffällige Digital Noise Reduction oder sonstige auffällige störende Filtereinsätze haben. Zudem wurde der Film ansprechend komprimiert und man hat es sich bei Colosseo-Film eben nicht nehmen lassen, diesem Release eine zweischichtige Blu-ray zu spendieren, sodass eben die Kompression angenehm ruhig und im Hintergrund verbleibend arbeiten kann und eben auch weder Block noch Artefaktbildung uns irgendwie wie das Filmvergnügen vermiesen. Das ist bei einem Film nicht nur so, wie ich ihn früher gesehen habe, sondern generell aus dem Jahr 1974 ein absolut hervorragend gemachter, großartiger Transfer und eine optimale Blu-ray-Veröffentlichung, an der man, glaube ich, so gut wie nichts mehr verbessern könnte. Und da ist sie, eine der besten, wenn nicht persönlich für mich sogar die beste Blu-ray-Veröffentlichung des Jahres 2021. Und ich weiß, dass erst Mai ist, aber ich weiß auch, wie sehr ich den Film Supermänner gegen Amazonen liebe. Das ist ein cinematografisches Meisterwerk, ein großartiger, unterhaltsamer, trashiger Klamauk aus Italien, der aber durch die phänomenale deutsche Synchro von Rainer Brandt zu einem der unterhaltsamsten, lustigsten und sehenswertesten Filme aller Zeiten wurde. Und ich kann es kaum in Worte fassen, wie dankbar ich Colosseo-Film dafür bin, dass sie diesen Film ausgegraben haben und ihm diese phänomenale, mit so viel Liebe gemachte Blu-ray-Veröffentlichung spendiert bekommen haben, die ich einfach nur jedem von euch empfehlen würde. Die einen von euch sind wahrscheinlich schon Fans von Supermänner gegen Amazonen, die anderen sollten es definitiv werden. Und mit dieser Blu-ray-Umsetzung, die übrigens für den schlanken Taler von ca. 15 Euro bereits zum Start vertrieben wird, kann man einfach definitiv nichts falsch machen. Und zudem
dass man den Film zum allerersten Mal in seiner komplett ungeschnittenen Fassung hierzulande sehen kann, dass man für den High-Definition-Transfer noch einmal ein 2K fantastisch erhaltenes Master nämlich noch dazu abgetastet und hervorragend aufbereitet hat, hat man es sich eben auch nicht nehmen lassen, in Zusammenarbeit mit Freakorama ein Interview-Featurette mit Ricardo Billy und Melissa Longo zu produzieren, das wahnsinnig sehenswert ist und eben einerseits ein bisschen hinter die Kulissen blickt, einige fantastische Trivia-Informationen über einige an der Produktion des Films beteiligten Leute liefert, mir beispielsweise noch einmal wieder ins Gedächtnis gerufen hat, dass die Shaw Brothers mitproduziert haben bei Supermänner gegen Amazonen und so weiter und so fort. Dieser Release ist einer der größten Must-Have Blu-ray-Veröffentlichungen des Jahres 2021. Ich kann diesen Release nicht oft laut oder deutlich genug empfehlen. Deswegen kauft euch die Blu-ray, genießt und liebt den Film und schreibt mir dann bitte in den Kommentaren, was ihr zu Supermänner gegen Amazonen sagt. Weil wenn euer Filmgeschmack auch nur ansatzweise so ist wie meiner, dann kann ich nur sagen, ihr werdet ihn lieben.